Ihnen allen einen guten Abend an diesem würdigen Ort, den uns die St. Pauli-Gemeinde dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Ist Frieden mit Russland noch möglich? Im Namen des Friedensbündnisses Braunschweig und des gesamten Veranstaltungsbündnisses, zu dem außer dem Friedenszentrum und der IPPNW-Regionalgruppe auch die Naturfreunde Braunschweig sowie die Friedensglockengesellschaft gehören, möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen, die von nah und fern zum heutigen Friedensmahntag hierher gekommen sind, dem sogenannten Flaggentag, der schon um 16.30 Uhr vor dem Rathaus mit dem Hissen der Mayors for Peace-Flagge begonnen hat. Was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich noch kurz. Besonders begrüßen möchte ich zuvor noch die Mitglieder des Rats der Stadt, soweit sie anwesend sind, die Medienvertreterinnen, den Redner des heutigen Abends, Herrn Michael Müller, zu seiner Person sage ich gleich noch etwas, sowie Frau Anja Mewes, Vorsitzende der Friedensglockengesellschaft, die beide heute aus Berlin zu uns gekommen sind. Willkommen in Braunschweig. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Christoph Krämer, Arzt und Mitglied der Internationalen Ärztinnen für die Verhütung des Atomkriegs, IPPNW, des Friedenszentrums Braunschweig und der Friedensglockengesellschaft. Als erstes bitte ich nun Sie, Frau Mewes, zu Ihrem Grußwort. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Friedensfreunde, mein Name ist Anja Mewes, ich bin Vorsitzende des Vereins Friedensglockengesellschaft Berlin e.V. Wir sind kein kirchlicher Verein, wie es der Name suggerieren könnte. Wir sind ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich im Kampf für eine atomwaffenfreie Welt zu engagieren. Wir haben uns vor 25 Jahren gegründet, zu einem Zeitpunkt, als sich Deutschland erstmalig an einem völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg der NATO in Europa unter Einsatz von Uranmunition gegen Jugoslawien beteiligte. Und heute stehen wir wieder vor der Herausforderung, eine direkte Kriegsbeteiligung Deutschlands in Europa zu verhindern. Wir sind aus Berlin angereist, um heute und hier gemeinsam mit Ihnen, mit euch, den Flaggentag der Mayors for Peace zu begehen, um ein deutliches Zeichen der Zivilgesellschaft für den Frieden zu setzen. Nie mehr Hiroshima, nie mehr Nagasaki für eine atomwaffenfreie Welt, das ist und bleibt die wichtigste Botschaft dieses internationalen Städtenetzwerkes der Bürgermeister für den Frieden. Wir sind sehr froh darüber, in diesem Sinne heute und hier in Braunschweig an eurer Seite zu stehen. Unser Verein ist auch Mitglied der internationalen Gemeinschaft der Weltfriedensglockengesellschaft mit Sitz in Tokio. Mittlerweile gibt es 28 Standorte von Weltfriedensglocken, die über die UN gestiftet wurden. Sie werden an Städte vergeben, die sich mit herausragenden Initiativen der Botschaft der Vereinten Nationen für Frieden und Völkerverständigung verpflichtet fühlen. Enge Beziehungen unterhält unser Verein seit mehreren Jahren zu den Vertretern der australischen Weltfriedensglocke in Canberra und zu den Vertretern der polnischen Friedensglocke in Warschau. Es bleibt für uns wichtig, dass wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen, diese internationalen Kontakte im Kampf für eine atomwaffenfreie Welt im Sinne des Dialogs und der Völkerverständigung weiter auszubauen. Sich für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen, bedeutet für die Bürgermeister der Mayors for Peace, sich ihrem Verfassungsauftrag der Daseinsvorsorge
und damit dem Schutz und der Sicherheit des Lebens ihrer Bürger verantwortlich zu fühlen. Das erreicht man aber nicht, indem man die Bürger, indem man ein ganzes Land kriegstauglich macht. Und das erreicht man schon gar nicht, indem die Bundesregierung Aktivitäten der NATO unterstützt, mit deutschen Waffen das Innere Russlands anzugreifen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Friedensaktivisten, damit sind wir Kriegspartei. Und damit besteht die reale Gefahr, dass sich der Stellvertreterkrieg der USA auf ukrainischem Boden gegen Russland immer mehr zu einem europäischen Krieg bis hin zu einem weltweiten Atomkrieg ausweiten kann. Wer das nicht begreift, hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Denn es ist mittlerweile 3 Sekunden vor Krieg. Bei einem Atomkrieg wird es keine Gewinner geben. Auch der Gewinner wird zum Verlierer. Umso mehr bleibt es für mich unverständlich, dass zum Beispiel in Berlin der Bürgermeister, in der Stadt, die den Titel Stadt des Friedens trägt, in diesem Jahr es nicht für so wichtig hält, gemeinsam mit Friedensbündnissen wie in den vergangenen Jahren diesen Flaggentag durchzuführen. Ähnliches vernimmt man auch aus dem hiesigen Umfeld. Deshalb bleibt es für uns Friedensaktivisten umso wichtiger, starke Bündnisse im Interesse einer friedlichen Welt in der Breite der Zivilgesellschaft einzugehen und sich nicht in der Friedensfrage auseinander dividieren zu lassen. An dieser Stelle sehr an die Lehren aus der Geschichte erinnert. Der kleinste gemeinsame Nenner muss der Frieden sein. Eine Bombe, eine Atombombe, kennt weder eine Religion noch Parteibücher. Sie kennt auch keine Hautfarbe. Die heutige Eskalationsspirale kann für uns nur einen Schluss zulassen. Wir müssen den Frieden gewinnen, nicht den Krieg. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Anja Mewis, für diese bewegenden Worte. Bevor ich nun Herrn Müller genauer vorstelle und zu seinem Vortrag bitte, möchte ich noch kurz etwas zum Ablauf und zum Anlass der Veranstaltung sagen. Herr Müller wird etwa eine halbe Stunde sprechen. Danach werde ich ihn um Beantwortung von 3 bis 4 Fragen bitten. Etwa um 19.50 Uhr werden wir dann die Diskussion öffnen, um Sie alle zu beteiligen. Die genauen Modalitäten erkläre ich dann noch. Die Veranstaltung wird videodokumentiert. Wer daran teilnimmt, erklärt sich damit einverstanden. Der Schluss der Veranstaltung ist für spätestens 20.30 Uhr geplant. Unsere Gäste müssen heute noch zurückreisen. Bei persönlichen Problemen können Sie sich jederzeit an Herrn Dr. Daunert wenden. Er hat hier eine Ordnerbinde am Arm, sitzt ganz vorne. Oder zur Not auch an die Kirchenvögtin, die, glaube ich, ganz hinten ist. Jawohl, da winkt sie eben. Und eine Toilette finden Sie im Notfall hier vorne von Ihnen aus gesehen links. Unsere heutige Veranstaltung hat einen sehr brisanten Hintergrund. Einige von Ihnen haben es schon in der Ankündigung gelesen. Der Ukraine-Krieg, der seit dem Bruch des Minsk-II-Abkommens durch die Ukraine und dem nachfolgenden Einmarsch Russlands in die Ukraine immer weiter eskaliert ist und in den inzwischen Waffen und andere Hilfen für zig Milliarden Dollar von NATO-Seite geliefert wurden, hat am 31.05. diesen Jahres eine neue Dimension bekommen, und zwar mit der Entscheidung, dass die Ukraine mit von der NATO gelieferten Waffen ganz offiziell auch das Innere Russlands angreifen darf. Zwar hat sich Bundeskanzler Scholz bisher geweigert, sogenannte Taurus-Marschflugkörper zu liefern, mit denen strategische Ziele in Russland bis 500 Kilometer jenseits der ukrainischen Grenze zerstört werden können, was auch den Kreml einschließen würde. Aber mit ihren Angriffen auf Radarstationen der russischen Nuklearabwehr bis 1800 Kilometer jenseits ihrer Grenze
hat die Ukraine mittels US-Flugkörpern Vergleichbares bereits gemacht, wobei schon ein konventioneller Gegenschlag Russlands gegen eines der Waffenlieferländer den NATO-Bündnisfall auslösen würde. Ergebnis wäre dann, erneut muss man mit Blick auf die Geschichte sagen, ein großer Krieg mit Russland, zumindest in ganz Europa, mit unabsehbaren Folgen. In ihrem internationalen Appell von Februar 2024 hatten die aufgrund der Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki gegründeten Mayors for Peace, also die Bürgermeisterinnen für den Frieden, mit ihren weltweit 8000 Mitgliedsstädten, vor genau so etwas gewarnt. Zitat aus dem Appell: Sind die atomar bombardierten Städte sehr besorgt über das wachsende Risiko, ein weiteres Hiroshima und Nagasaki zu schaffen. Und sie appellieren dabei nicht, wie in unseren Medien üblich, nur an eine Seite, sondern an alle politischen Entscheidungsträgerinnen, Konflikte nicht durch Einschüchterung und Gewaltanwendung, sondern durch Dialog beizulegen. Zwar hat Braunschweig, das den Bürgermeisterinnen für den Frieden angehört, heute erneut seine Mayors for Peace-Flagge gehisst, aber ausgerechnet dieses Jahr die seit fast 10 Jahren gemeinsam durchgeführte Friedensveranstaltung im Altstadtrathaus abgesagt. Mit Verweis auf die aktuelle globale Situation und die jüngsten Ereignisse. Das ist Zitat aus dem Schreiben, weswegen wir heute nun hier sind. Zur Erinnerung, Ursprung des Flaggentags ist ein Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, IGH, vom 8.7.1996. Es besagt, dass Atomwaffen gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Nicht nur ihr Einsatz, sondern auch die Drohung damit, was schließlich am 7.7.2017 zum Beschluss des Atomwaffenverbotsvertrags durch die UN-Vollversammlung führte. Dem beizutreten sich freilich Deutschland bis heute weigert, trotz wiederholter Parlaments- und Koalitionsbeschlüsse zur Beendigung der sogenannten nuklearen Teilhabe an den hier stationierten US-Atomwaffen. Und schon 1955 hatten die Nobelpreisträger Bertrand Russell und Albert Einstein ihr Manifest gegen Atomkrieg und überhaupt gegen Krieg veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund bin ich sehr gespannt, wie gleich Herr Müller die eingangs geschilderte aktuelle Situation beurteilt. Michael Müller hat in seiner langen Laufbahn viele hohe Ämter bekleidet. Hier nur einzelne Schlaglichter. Er war 26 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags. Nach Berufsausbildung und Universitätsstudium, das ist heute nicht mehr so sehr üblich, dass Politiker das machen, er hat mehreren Enquete-Kommissionen des Bundestags angehört bzw. sie überhaupt geleitet und er war parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Michael Müller ist Bundesvorsitzender der Naturfreunde Deutschlands, deren über 500 Mitglieder zählender Braunschweiger Verband diese Veranstaltung dankenswerterweise mitträgt. Und ist exponiert friedenspolitisch aktiv. Er gehört beispielsweise zu den Erstunterzeichnern des Manifests für Frieden von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, publiziert wiederholt wichtige Analysen an wichtigen Stellen, Berliner Zeitung, Bundeszentrale für politische Bildung, hat Reden für Willy Brandt geschrieben, hat Salvador Allende persönlich gekannt, also da könnte man einen ganzen Abend über Herrn Müller, über diese Persönlichkeit machen. Aber heute bitte ich nun Sie, Herr Müller, zu unserem Thema zu sprechen und uns zu sagen, ob Sie diese Besorgnis von uns übertrieben finden. Ist Frieden mit Russland noch möglich? Also, ja, erstmal sage ich herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich darüber auch wirklich gefreut, weil ich sehe, dass in Niedersachsen, wie soll ich sagen, ich nehme mal den Minister aus, aber ansonsten die Friedensfähigkeit doch relativ groß ist. Und das finde ich ein gutes Zeichen. Ich möchte noch was zu meiner Organisation am Anfang sagen. Also, zu den Naturfreunden gehörte unter anderem Georg Elser, der mit einem unglaublichen persönlichen Einsatz 1939
das Attentat auf Hitler in dem Münchner Bürgerbräukeller versucht hat. Man muss sich das mal vorstellen, er hat sich da wochenlang einsperren lassen abends, wenn zugemacht wurde, und hat dann immer, wenn die Installation lief, also wenn Wasser durch die Röhren lief und damit ein bestimmtes Geräusch entstand, eine Säule hinter dem Mikrofon, unter dem Mikrofonplatz aufgestemmt. Und dort hat er Bomben reingesetzt, die er dadurch bekommen hat, dass er in verschiedenen Firmen gearbeitet hat und dort, also beispielsweise in einem, in einer Steinmetzfabrik, in einer Zündkapselherstellungsfabrik und so weiter, hat alles dort gesammelt. Und dann eben, als die alten Kameraden, also die Vertreter der Revolution, der konservativen Revolution aus den 20er Jahren, ihr Jahresfeier durchgeführt hat, hat er die Bombe platziert. Und an dem Abend ist etwas passiert, was er nicht erwartet hat. Hitler hat viel kürzer geredet, als das üblich war. Und ist, weil Nebel war, nicht mit dem Flugzeug nach Berlin zurück, sondern mit dem Zug. Und das hat dazu geführt, dass die Bombe 17 Minuten später, als Hitler den Raum schon verlassen hatte, explodiert hat. Andernfalls wäre die Geschichte anders gewesen. Es hätte die 2/3 der gesamten NSDAP-Führung getroffen. Und Georg Elser wurde dann an der Schweizer Grenze verhaftet, gefoltert und hat dann gesagt, auf die Frage, warum er das getan hatte, ich wollte den Krieg verhindern. Das war seine zentrale Botschaft. Ich wollte den Krieg verhindern. Und ich bin außerdem, außerdem gehört zu den Naturfreunden, gehörte Willy Brandt. Das ist ein Produkt unserer, Osterreisen. Nämlich die Ortsgruppe Lübeck hat 1913 Ostern einen Urlaub auf der Insel Plön gemacht. Und dort war Martha Frahm zusammen mit dem Lehrer Jan Möller. Und 9 Monate später war der kleine Herbert Frahm da, also sozusagen ein Naturfreund von Geburt an. Und das verpflichtet uns schon, dass ein Mann, der bei der Verleihung des Friedensnobelpreises gesagt hat, Krieg ist immer die Ultima Irratio, also der größte Unsinn. Der kann gar nicht gesteigert werden. Krieg ist eigentlich außerhalb menschlicher Vernunft. Und vor diesem Hintergrund halte ich es für selbstverständlich, dass man sich für Frieden engagiert. Also die Kategorie anspricht, die heute in der Debatte gar nicht geführt wird. In der heutigen Debatte gibt es ja entweder Siegfrieden oder Verlieren oder Niederlage. Aber es gibt nicht mehr die dritte Variante, wie man fähig wird zu Verständigung und Frieden. Also das ist sozusagen für mich auch das, was mich geprägt hat. Und ich persönlich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis gekriegt hat, aber heute die Sprache des Militärs spricht und nicht die Sprache des Friedens. Ich kann das nicht verstehen. Egon Bahr hat sowas mal als Krise des Gehirns bezeichnet. Ich will das nicht wiederholen, aber der Gedanke kommt mir. Ich will ein wenig ausführen in 3 Teilen, aber vorweg sagen, meines Erachtens sind wir in einer Zeit, wo es eigentlich heißt, mehr Willy Brandt wagen. Und ich bin empört und ich finde es grässlich, wenn heute die Entspannungspolitik,
die uns in den 70er und 80er Jahren so viel gebracht hat, als ein historischer Fehler bezeichnet wird. Ich weiß nicht, wie geschichtslos man sein kann. Abgesehen davon, dass die Entspannungspolitik gar nicht mal auf Willy Brandt und Egon Bahr zurückgeht. Die beiden haben das konkretisiert für Europa, sehr richtig. Aber die Entspannungspolitik hat ihren Kern in der Kuba-Krise von 1962. Anfang 1963, im März 1963, hat John F. Kennedy vor der American University in New York einen Vortrag gehalten, der sagt unter anderem: Die Menschheit ist verrückt, wenn sie innerhalb weniger Minuten das zerstört, was sie über Jahrhunderte aufgebaut hat. Und deshalb müssen wir immer Friedens- und Entspannungspolitik wollen, so Kennedy. Das hat damals dazu geführt, dass Willy Brandt mehrere Gespräche mit Kennedy hatte. Und dann wurde im September 1963 in der Evangelischen Akademie in Tutzing die Idee von Wandel durch Annäherung vorgestellt. Und ich muss auch noch mal sagen, wenn heute gesagt wird, das hieß Wandel durch Handel, dann ist das eine miese und wirklich verabscheuenswürdige Diffamierung der Grundidee. Es ging um Wandel durch einen Wandel durch menschliche Verständigung, ein Wandel durch Annäherung, ein Wandel durch kleine Schritte. Das war die Grundidee, aber nicht Wandel durch Handel. Also auch das ist eine verlogene Geschichte. Ich sage das nun, wir müssen uns an diese Zeit erinnern, weil wir aus meiner Sicht heute in dem gefährlichsten Jahrzehnt seit Ende des Zweiten Weltkriegs leben. Die Fülle und die Parallelität der Konflikte, der Krisen und der Kriege kann nur heißen, dass wir alles tun müssen, dass unser Jahrzehnt nicht ähnlich katastrophal endet. Das ist unsere Pflicht und das ist die Lehre der Geschichte, die scheinbar heute kaum einer noch kennt. Wir müssen alles tun, um sozusagen fähig werden, wie das bei Theodor Adorno in seinen Reflexionen eines beschädigten Lebens heißt: Es gibt kein Richtiges im Falschen. Und Krieg ist immer falsch. Alle 21 Kriege, die heute auf der Welt stattfinden, sind falsch. Genauso wie die 216 militärischen Auseinandersetzungen in den verschiedensten Regionen der Erde. Alles das ist falsch, ist ein Versagen menschlicher Vernunft. Und deshalb sagen wir Nein zu einer Philosophie der Feldherrnperspektive, wie sie beispielsweise Frau Strack-Zimmermann oder Herr Kiesewetter oder Herr Hofreiter oder Herr Roth äußern. Das ist schlichter Unsinn, das ist geschichtslos. Das kann nicht das sein, was wir in einer Welt, die immer mehr auf Zusammenarbeit angewiesen ist, was wir in dieser Welt überhaupt vertreten dürfen. Und deshalb ist es wichtig, diesen Ukraine-Krieg nicht nur zu verurteilen, sondern daraus auch zu lernen, was wir an Konsequenzen für ein gutes Leben zu führen haben. Ich will hier drei Abschnitte machen. Der erste Teil ist ein Dank an Sie, dass Sie sich hier engagieren. Und ich würde das überschreiben, den ersten Teil, mit dem Mut zur Mündigkeit. Vor 200 Jahren ist Immanuel Kant geboren, dessen Kern war, durch Vernunft zur Mündigkeit zu kommen.
Und genau dasselbe gilt auch heute. Und ich finde, die Friedensbewegung ist ein Teil des Versuchs, zur Mündigkeit zu kommen. Das ist also mein erster Teil, wo ich so ein bisschen was sagen will. Der zweite, warum der Frieden notwendig ist und der Krieg sofort gestoppt werden muss. Und der dritte Teil ist, wo ich ein bisschen aufzeigen will, wie wir aus meiner Sicht die heutige Situation unter dem Gesichtspunkt der Friedensmöglichkeit zu bewerten haben. Ich fange an mit dem ersten Teil. Krieg verändert alles, auch die Sprache, das Denken in den kriegsführenden Ländern, aber auch bei uns. Die Sprache manipuliert die Wirklichkeit, sie manipuliert unser Denken und sie kennt nur noch entweder gut oder böse. Und deshalb, das Schlimmste, was ich im Augenblick miterlebe neben dem Krieg, ist, dass auch Deutschland zu einem unglaublichen Konformismus in der öffentlichen Meinung gekommen ist. Man kann dies auch nennen Kriegskonformismus. Ich wundere mich, wie so etwas passieren kann, dass sozusagen diejenigen, die andere Positionen vertreten, sofort ausgegrenzt werden oder diffamiert werden. Ich bin nun wahrlich kein Freund von Viktor Orban. Aber wenn Viktor Orban nach Moskau, nach Kiew und nach Peking reist und sagt, ich will auskundschaften, was wir für den Frieden tun müssen, es tut mir leid, dann halte ich das nicht für falsch. Aber wir erleben einen Konformismus. Political Framing nennt man das. Das ist ein bestimmtes Denken, das immer selektiv ist, immer nur bestimmte Fakten und Ereignisse hervorhebt und andere ausblendet bzw. sie wegbläst. Das widerspricht aus meiner Sicht den Ideen der Aufklärung und Vernunft. Sie sprechen vom Krieg. Aber indem sie vom Krieg sprechen, spricht auch der Krieg durch uns. Sprache kann übertreiben, vereinfachen, verzerren, Dinge verschweigen, kann isolieren, was eigentlich zusammengehört. Und genau das ist das, was heute passiert. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es wurden die Kommentare, die Talkshows, die Gesprächsrunden in den öffentlich-rechtlichen Anstalten von Kriegsbeginn bis Ende des Krieges, bis Ende des Jahres 22 ausgewertet. Das Ergebnis der Auswertung war, dass 92% der Teilnehmer kriegstreibend waren, kriegsbefürwortend, waffenliefernd. Dass aber solche Personen, die beispielsweise gemeinsame Sicherheit, Entspannungspolitik vertreten, die an das gemeinsame Europa erinnern, die versuchen sozusagen Brücken bauen, das war so gering, dass ich das nicht für eine öffentlich-rechtliche Verantwortung des Fernsehens ansehe. Das geht so nicht. Christa Wolf hat schon 1999 gewarnt, wenn ich die Sprache der Berichterstatter höre, kommt mir der Verdacht hoch, dass wir manipuliert werden. Wir werden nicht manipuliert wegen der Tatsache des Krieges, sondern wir werden manipuliert wegen des Umgangs mit dem Krieg. Und das muss geändert werden. Das ist nicht vereinbar, aus meiner Sicht, mit dem Krieg. Lassen Sie mich hier ein Beispiel nennen. Wir haben 2003 einen Krieg gehabt, der auch ein Angriffskrieg war.
der Angriffskrieg auf den Irak. Das Narrativ dieses Krieges war, es wäre ein Anführungszeichen sauberer Krieg. Man würde faktisch durch Schlüsselloch schießen, um den Gegner matt zu setzen. Nach dem Krieg gab es den Baker-Bericht, also von dem Außenminister Baker, und der kam zu dem Ergebnis, dass in diesem Krieg mindestens 600.000, wahrscheinlich 1 Million Menschen ermordet wurden. Es war ein Krieg, der auf einer Lüge basierte, auf einer Lüge, die vorgetragen wurde im UN-Sicherheitsrat. Und es war ein Krieg, wo der Westen gesagt hat, es hätte kaum Opfer gegeben. Und es war ein brutaler Krieg, ein Krieg, der übrigens viel von dem Islamischen Staat und dem ganzen militanten Islamismus produziert hat. Und ich muss auch da sagen, Krieg geht nicht. Es gibt keine Willkür großer Mächte gegen irgendwelche in Wahrheit ja Ölinteressen. Das machen wir nicht mit und das dürfen wir nicht mitmachen. Und so wehre ich mich auch dagegen, dass in Deutschland die Unterstützung des Krieges heißt Zeitenwende. Was wirklich eine Zeitenwende wäre, wenn Deutschland wie auch andere Staaten endlich dazu kämen, die soziale und ökologische Gestaltung der Transformation, die heute stattfindet, zu organisieren. Nein, es ist so, statt kriegstüchtig müssen wir friedensfähig werden. Und Friedensfähigkeit bedeutet, dass wir die absehbaren großen Konflikte der Zukunft heute lösen, heute entschärfen und nicht warten, bis sie die Menschheit treffen. Das ist aus meiner Sicht Friedensfähigkeit. Und dazu gehört auch, ich will dieses perverse Beispiel bringen, dass wir nicht 2% des Bruttoinlandsprodukts fürs Militär ausgeben in einer Zeit, wo noch, ich sage bewusst noch, 2% des Bruttoinlandsprodukts ausreichen würden, um die große Klimakrise zu verhindern. Was ist das für eine Geschichte? Deutschland legt die Rüstung an. Deutschland rüstet auf in einer Weise, dass wir in der Zwischenzeit Nummer 6 in der Welt sind. Nummer 6 in der Welt bei den Rüstungsausgaben. Ich frage mich, wer hat das gewollt? Und wer hat gewollt, dass wir durch die Rüstungsabgaben, jetzt Rüstungsabgaben, immer mehr zur Eskalation des Krieges beitragen? Das traurige Ergebnis der Eskalation ist, und dazu zähle ich auch beispielsweise, dass in der Zwischenzeit rund 700 Mitarbeiter der NATO in Wiesbaden den Ukraine-Krieg mitorganisieren. In Wiesbaden, nicht in Kiew. Und dass in Ramstein die wesentlichen Entscheidungen für den Ukraine-Krieg getroffen werden. Wer hat das von uns gewollt? Ich habe das nicht gewollt. Und ich möchte auch nicht, dass Europa, was eigentlich mit seiner Geschichte dazu beitragen muss, die Brücken zum Frieden zu bauen, die Brücken zum Krieg baut. Das ist nicht das, was wir dürfen. Lassen Sie mich abschließend zu diesem Punkt sagen, mehr Kant wagen. Die Demokratie braucht den offenen Diskurs. Die Demokratie muss Zusammenhänge verstehen, muss unterschiedliche Meinungen akzeptieren und muss vor allem auch die Geschichte kennen. Der große Historiker Erik Hobsbawm hat in seinem großartigen Werk
das Jahrhundert der Extreme am Anfang geschrieben, was ihn besonders besorgt. Und er schreibt da: Von größter Besorgnis ist für mich, dass wir immer mehr erleben, dass die Generationen die Geschichte nicht mehr kennen, dass das Band zerstört wird, das uns fähig macht, die Gegenwart zu begreifen und die Zukunft zu gestalten. Ich glaube, Hobsbawm hat recht. Das ist so. Und deshalb, wir müssen wieder fähig werden, uns des eigenen Verstandes zu bedienen, wie das bei Kant heißt. Wir müssen fähig werden, auch und gerade heute, wo es auch schmerzhafte Auseinandersetzungen gibt, wir brauchen überhaupt nicht darüber zu reden, wer schuld ist an dem Krieg. Wir brauchen überhaupt nicht darüber zu reden, dass es ein Angriffskrieg war. Aber wir müssen darüber reden, wie man einen solchen Krieg beendet. Das ist der Punkt, der so weggebrochen ist. Die Alternative dazu ist die Juli-Krise von 1914, wo man auch am Beginn des vor dem Ersten Weltkrieg alles immer mehr hinausgezögert hat und die Notwendigkeit, nämlich zu Verständigung zu kommen, einfach verdrängt hat. Auch weil man glaubte, man kann Kriege gewinnen. Und ich sage, es sind so viele Kalkulationen und Gewaltspiele auch in diesem Krieg im Hintergrund. Man braucht sich nur das Buch, das große Schachspiel von Brzezinski, das sehr stark die Außenpolitik der USA bestimmt, durchzulesen. Da steht, die Ukraine ist das Schlüsselland, um den Koloss Russland oder damals noch UdSSR in den Griff zu bekommen und zu besiegen. Es wurde immer als Bollwerk verstanden und das Schlimme ist, es scheint auch so zu sein. Ich möchte das nicht, gerade auch im Interesse der Ukraine, der Menschen in der Ukraine, möchte ich das nicht. So, das war mein erster Teil. Ich bitte, dass wir alle dazu beitragen, dass wir zu mehr Mündigkeit, zu mehr Demokratie, zu mehr Aushalten von Unterschieden kommen. Warum muss der Krieg beendet werden? Der erste Punkt, da finde ich, ist gerade das westliche Europa. Wir setzen ja immer die EU mit Europa gleich, was ja auch schon ein Fehler ist. Europa ist viel größer als die EU. Das müssen wir endlich mal zur Kenntnis nehmen. Also, die EU hat schon deshalb eine Verpflichtung, weil wir ja schon kurz vor einer Friedensverständigung waren, Ende April 2022. Wie kann es sein, dass ein britischer Premier und ein amerikanischer Außenminister ein ausgehandeltes Werk so kaputt machen und zerstören? Die haben das ja nur zerstört aus Machtinteressen, aber nicht im Interesse der Menschen in der Ukraine. Und primär muss man doch an die Menschen denken. Das ist mein erster Punkt, warum man den Krieg stoppen muss. Also mein erster Punkt, warum man den Krieg stoppen muss, ist, weil man viel zu wenig über die Menschen redet, die davon betroffen sind, die getötet werden, die verletzt werden, die ihre Glieder verlieren, die traumatisiert werden. Und ich meine dabei nicht die rund 1000 Tote pro Tag, die aus Geheimdienstquellen genannt werden, auf beiden Seiten. Ich meine nicht nur die ukrainische Bevölkerung, nicht nur die ukrainischen Soldaten, ich meine auch die russischen Soldaten. Man muss einfach mal sehen, ein Großteil der russischen Soldaten kommt aus den ärmsten Regionen Russlands, wo das Durchschnittseinkommen bei unter $200 pro Monat liegt.
Und die werden angeworben, dass sie ein bisschen Geld verdienen und deshalb die Arbeitslosigkeit ihrer Heimat verlassen. Das ist ein perfides Spiel mit menschlichem Schicksal. Das will ich auch nicht. Und deshalb Krieg beenden, das ist ganz wichtig. Zweiter Punkt ist, weil mit dem Ukraine-Krieg eine Militarisierung der Welt stattfindet. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir in der Zwischenzeit über 2,3 Billionen US-Dollar fürs Militär ausgeben. Was ist das für ein Wahnsinn? Und das Verrückte dabei ist ja, dass nur 10 Länder davon 75% ausgeben. Nur 10 Länder. Deutschland ist an sechster Stelle. Die USA alleine 30%. Und was im Augenblick passiert ist, dass vor allem die westlichen Länder, aber auch die großen Schwellenländer ihre Militäretats massiv nach oben treiben. Das ist doch alles verrückt. Und auch deshalb müssen wir dieses Verrückte stoppen. Das Dritte ist, wir müssen den Krieg stoppen, weil die Idee der Friedens- und Entspannungspolitik auch heute im Zentrum stehen muss. Sie ist eine moralische Verpflichtung aller Menschen. Und da will ich auch noch hinzufügen, es war die große Idee der Vereinten Nationen, in den 80er Jahren drei Leitgedanken zusammenzuführen. Das war erstens der Leitgedanke der Nord-Süd-Solidarität, das war zweitens der Leitgedanke der gemeinsamen Sicherheit und das war drittens der Leitgedanke der Nachhaltigkeit. Und die Kommissionsmitglieder waren zum Teil Kommissionsmitglieder in allen drei Gruppen. Und deshalb haben sie auch immer den Satz vertreten, den ich hier wiederhole. Gemeinsame Sicherheit ist nicht ohne Nachhaltigkeit und ohne Nord-Süd-Solidarität möglich. Nord-Süd-Solidarität ist nicht ohne gemeinsame Sicherheit und Nachhaltigkeit möglich. Und Nachhaltigkeit ist nicht ohne gemeinsame Sicherheit und Nord-Süd-Solidarität möglich. Das ist ein Zusammenhang. Wer heute von Nachhaltigkeit spricht, der muss erst mal begreifen, was das ist. Es ist kein Modewort, es ist kein Plastikwort, es ist keine Werbung, sondern es ist eine Leitidee für das Leben der Menschen. Und diesen Ernst, den brauchen wir in der Debatte. Gemeinsame Sicherheit, Nachhaltigkeit, Nord-Süd-Solidarität. Und ich würde als Viertes noch hinzufügen, die Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist eine Einheit. Als vierten Punkt will ich sagen, wir müssen die wieder aufflammenden Atomgefahren stoppen. Ich sage das nicht nur, weil es ein Krieg mit einer Atommacht ist, sondern weil dieser Krieg auch dazu genutzt wird, erstens, dass viele Länder, na so viele sind es nicht, aber doch mehrere Länder, versuchen, jetzt an die Atombombe zu kommen, mit aller Macht daran zu kommen. Da gehört beispielsweise die Türkei dazu gehört Ägypten, dazu gehören Belarus, dazu gehört die saudischen Staaten, die Emirate. Und zweitens, weil das dafür genutzt wird, vor allem die Atomrüstung, wie das so schön heißt, zu modernisieren. Mit zum Teil bis zu 10-facher Schallgeschwindigkeit auf Trägersystemen. Wer kann da überhaupt noch Warnsysteme auffüllen? Es ist so, dass die USA alleine in den letzten beiden Ländern jeweils über 40 Milliarden US-Dollar ausgegeben haben für neue Atomwaffen. Vor allem für sogenannte Mini-Dukes, also kleine Atomwaffen. Das hat zwei Ziele. Einerseits, wie gesagt, kleine Atomwaffen zu schaffen und zum anderen fahrbare Energieunternehmen auf Atombasis, um im Krieg viel leistungsfähiger und flexibler zu werden. Ich halte das alles für so etwas verrückt.
dass ich nur sagen kann, Albert Einstein hatte recht mit seinem Satz, die Atomspaltung hat alles verändert, nur nicht das Denken der Menschen. Und deshalb, wir müssen uns im Klaren sein, wir haben in der Welt etwa 13.500 Atombomben, etwa 5.600 sind in russischer Hand, die haben die meisten überhaupt. Etwas weniger die USA, die beiden zusammen 92% aller Atomwaffen. Aber das Bild verändert sich jetzt. China beispielsweise rüstet massiv auf. Und alles das können wir nicht wollen. Wir wissen doch, was bedeutet, eine Atombombe zu fallen. Als weiteren Punkt will ich nennen, dass der Ukraine-Krieg oder dass auch im Schatten des Ukraine-Kriegs sich die NATO massiv erweitert hat zu einer globalen Armee. Das Konzept NATO 2030, was letztes Jahr in Madrid beschlossen wurde, ist nicht mehr das, was also am Anfang der NATO stand, ein Verteidigungspakt zu sein, damit, wie es damals hieß, die UdSSR nicht über die Elbe kommt. Das war ja in den Gründungspakt. Es gab auch einen anderen Gründungsbeschluss. Wir schaffen die NATO, damit die Amerikaner oben, die Russen unten und die Deutschen draußen sind. Auch das gab es als Spruch. Aber heute ist die NATO in dem Konzept NATO 2030 vor allem darauf ausgerichtet, in Richtung China zu gehen. Das ist eine der gefährlichsten Entwicklungen, die wir im Augenblick erleben. Englische und französische Waffeneinheiten sind in der Zwischenzeit auch unten im Pazifik schon stationiert. Zuletzt waren auch deutsche Kriegsschiffe da unten. Ich frage mich, wollen wir einen Krieg mit China als nächstes führen? Oder begreifen wir endlich, dass die Welt nur eine Zukunft hat, wenn sie endlich aufhört, sich zu militarisieren, also mit dem Glauben, mit immer mehr Waffen könnte man Probleme lösen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich will als letzten Teil sagen, wie wir Auswege aus dem Frieden finden können. Ich bedauere sehr, dass Frankreich und Deutschland so sehr durch Waffenlieferungen zu Kriegsparteien geworden sind, dass ihre Fähigkeit zur Friedensstiftung ja fast weg ist. Wir haben eigentlich nur drei Möglichkeiten. Die erste halte ich für die unwahrscheinlichste, aber die geht, wenn man will. Der amerikanische Präsident muss den Arsch in der Hose haben und mit Putin telefonieren und über Wege zur Verständigung suchen. Das wäre möglich. Das hieße beispielsweise Status quo, kein Beitritt bei der NATO und andere Möglichkeiten eines internationalen Status in der Ukraine. Das halte ich aber im Augenblick für das Unwahrscheinlichste. Die zweite Möglichkeit ist, dass die beiden Länder, Frankreich und Deutschland, ein großes Schwellenland oder mehrere finden, die mit Russland Verhandlungen führen, um dann gemeinsam mit der Ukraine und Russland zu Frieden zu kommen. Man muss mal die Ausgangssituation sehen. Der Westen umfasst gerade mal 11% der Weltbevölkerung. Die BRICS-Staaten, also wozu Russland gehört, zusammen mit der Shanghai-Gruppe, zu der auch Russland gehört, die alle nicht für Sanktionen gestimmt haben, kommen auf 51% der Weltbevölkerung. Wenn man diese Staaten versucht zu gewinnen, zu vermitteln, dann sehe ich das für das Realistischste an.
Und ich finde, man muss das auch alles tun, damit das geschieht. Und ich will noch einen dritten Weg sehen, der sich in den letzten Wochen verstärkt hat. Ich verfolge das mit großem Interesse in ukrainischen Zeitungen, in ukrainischen Medien. Die Opposition zu dem Kurs von Selenskyj wächst. Es fordern sehr viele in der Ukraine in der Zwischenzeit, dass man zu Friedensverhandlungen kommen müsse. Das wird nicht unter Friedensverhandlungen genannt, aber es wird ganz offen in den Medien verlangt, auch bei den Beratern von Selenskyj, er muss akzeptieren, dass er nicht zurück in die Grenzen von 1991 darf oder kann. Also, dass man die Bereitschaft zeigt, wir müssen einen Teil des Landes entweder abgeben oder unter UN-Kontrolle stellen. Das wird in der Zwischenzeit in ukrainischen Medien ganz offen debattiert. Also auch da verschiebt sich was. Und es ist auch richtig, dass auch in der Ukraine die Friedensfrage zu einer Frage der öffentlichen Debatte wird. So, das sind meine drei Punkte. Ich könnte zu vielen Punkten noch viel, viel mehr sagen, aber ich hoffe, einigermaßen einen Überblick gegeben zu haben und vor allem auch, ich wiederhole das nochmal, meinen Hinweis auf diesen Konformismus, der herrscht, der übrigens in vielen anderen Ländern Europas oder des Westens viel geringer ist. Wer beispielsweise die New York Times verfolgt, der wird sehen, dass da viel differenzierter über den Krieg berichtet wird, als das bei uns der Fall ist. Und das kann doch nicht wahr sein. Das müssen wir ändern. Vielen Dank. Worte eines Sozialdemokraten, eines aufrechten Sozialdemokraten, der Reden für Willy Brandt geschrieben hat. Ganz herzlichen Dank, Michael Müller, für diesen wunderbaren Vortrag mit ganz vielen Punkten, an denen ich gerne unterhaken würde, ohne jetzt die Zeit zu haben. Ich muss Sie aber noch mal auf einen Punkt ansprechen, der für mich wirklich sehr dramatisch ist und den ich, glaube ich, auch von Ihnen erstmals in dieser Schärfe gehört habe. Sie haben gesagt, noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die Gefahr eines neuen Weltkrieges so groß wie jetzt. Und Sie sind sich ja bewusst über die Kuba-Krise, wenn Sie so etwas sagen. Ob Sie da noch mal was dazu sagen können? Manche sagen ja, ach, der Putin, der blufft nur und der wird schon nicht und so weiter. Ich meine damit nicht nur den Ukraine-Krieg, sondern ich befürchte, dass unsere Welt vor unglaublichen Verteilungskonflikten in der nächsten Zeit steht. Verteilungskonflikte über Rohstoffe, die in manchen Bereichen knapp werden. Verteilungskämpfe um Lieferketten, Verteilungskämpfe um Klimafragen, da will ich das als Beispiel konkretisieren. Das Hauptproblem der Klimafrage ist, dass sie zwar ein globales Problem ist, aber lange Zeit die Welt höchst ungleichmäßig treffen wird. Es ist so, dass die ökologisch sensibelsten Zonen in der Regel auch die ärmsten Zonen der Welt sind. Ich will die Ausgangssituation in der Sache beschreiben. Wir wissen seit 1979, dass bei Kohlendioxid, ich nehme das nur von den Treibhausgasen, ich könnte auch andere nennen, ein Anstieg auf 420 Teile auf 1 Million Luftteile zu einer Erwärmung um 1,5 Grad führt. Das wissen wir seit 1979. Damals die Forschungsberichte von NASA und dem amerikanischen Wissenschaftsrat.
Wir haben in der Zwischenzeit eine Konzentration in der Atmosphäre von 425 ppm. Wenn Sie die letzten 12 Monate vergleichen, war kein Monat mehr, der nicht 1,5 Grad im Schnitt hatte. Manche schon bei 1,65 und so weiter, ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Das Problem ist, nach diesen 1,5 Grad Ziel kommen Kipppunkte, sogenannte Kipppunkte. Ein Kipppunkt kann beispielsweise sein, das Verbrennen des Amazonas-Urwalds und damit eine enorme Freisetzung von Kohlenstoff. Ein anderer Kipppunkt kann sein, was wir im Ahrtal erlebt haben, also die Veränderung der thermohalinen Zirkulation, wie das heißt, also der Windstabilisierungsböen, auch der Hoch- und Tiefdruckgebiete über dem Atlantik. Wenn dadurch beispielsweise immer mehr Tiefdruckgebiete sich in Europa festzurren, über Europa festzurren, dann kann das zu unglaublichen Starkregenfällen führen, vor allem in Mittelgebirgszonen und so weiter. Also alles das passiert, aber ich will ein anderes Beispiel nennen, was meine These jetzt noch klarer macht. Bei einer Erwärmung von 1,8 Grad befürchten die Vereinten Nationen, dass ungefähr 30 Länder einen Ernteverlust von ungefähr 20% und mehr hinzunehmen haben. Und von diesen 20%, auf diese 20% entfallen alleine 9 auf Afrika, auf die ärmsten Länder der Welt. Und es ist doch klar, was das bedeutet. Also unglaubliche Migrationsbewegung oder Auseinandersetzung mit anderen Ländern, die noch besser dran sind und so weiter. Und dann stellt sich die Frage, ob bei diesen Verteilungskämpfen es nicht so etwas versucht wird zu geben wie grüne Oasen des Wohlstands, der sich von dem Rest der Welt abkoppelt. Und diese Gefahr sehe ich sehr real auf uns zukommen. Und was passiert dann? Diese Abkopplung kann nur mit militärischen Mitteln passieren. Und dann? Also die Gefahren sind da genau dasselbe. Wir sind bei vielen Sachen, vom Elektroauto bis Gott weiß wohin, abhängig von Rohstoffen in einer Weise, wie wir das heute erst ansatzweise debattieren. Und was wir dabei oft betreiben, ist ein grüner Kolonialismus. Und was soll aus dem werden? Also ich will einfach nur sagen, die Vergangenheit der Menschheit war geprägt von dem Gedanken der Linearität. Also es geht immer wieder weiter, wir kriegen immer wieder neue Möglichkeiten durch Technik und wirtschaftliches Wachstum. Und jetzt mit der Klimakrise erleben wir erstmals, dass die Menschheit an Grenzen gerät, an Grenzen, die man nicht einfach überschreiten kann. Und was diese Grenzen bedeutet, kann ich nicht vorhersagen. Ich kann nur sagen, damit ist verbunden, dass viele Länder darüber nachdenken, wie sie ihren heutigen Wohlstand militärisch schützen und andere an diesen Wohlstand natürlich ran wollen. Eine dramatische, wie ich finde, Entwicklung. Vielen Dank für diese Öffnung des Blicks auf weitere Gebiete, die mit dem Thema Frieden sehr eng verknüpft sind und gerne vergessen werden und sicherlich auch kontrovers zu diskutieren sind, aber ich denke, es ist ganz wichtig, die Zusammenhänge eben erstmal sichtbar zu machen. Ich möchte mich mit meinen folgenden 3 Fragen im Grunde konzentrieren auf die eine berühmte Frage eines russischen Philosophen: Was tun? Da wollte ich noch einmal einen Punkt herausgreifen, für den Sie vorhin in Ihrem Vortrag
viel Beifall bekommen haben. Sie hatten Viktor Orban angesprochen, den neuen Ratspräsidenten, zumindest für das nächste halbe Jahr der Europäischen Union. Und hatten sich klar dazu positioniert. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass gerade in unseren Kreisen viele Bauchschmerzen damit haben, wenn dann eben reaktionäre Menschen, autoritaristische Persönlichkeiten eben so eine Rolle einnehmen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen. Ich will dazu selber gar nicht Stellung nehmen. Ich kann nur dazu ermuntern, dass niemand sich jetzt irgendwie übertölpelt fühlen soll, sondern auch nachher in der Diskussion das gerne noch mal kritisch angesprochen werden kann. Aber möchte Sie jetzt einfach noch mal auf dieses Dilemma ansprechen, in dem wir uns da befinden? Ja, also ich habe, als ich im Ministerium war, Ungarn als eins meiner Betreuungsländer gehabt. Ich war also auch oft und habe mehrfach im Wahlkampf die Opposition da unterstützt, also gar keine Frage. Mir braucht keiner was zu sagen, was Orban anrichtet. Ich sage nur, ich finde, das eigentliche Versagen ist, dass solche Sätze nicht von anderen kommen. Ich finde das ja auch schrecklich, dass ausgerechnet Orban sowas sagt. Aber der Tatbestand ist, ich höre das weder von Frau von der Leyen, noch von Herrn Scholz, noch von Herrn Macron und so. Und von denen müsste ich es hören. Und das ist mein Punkt, auch mein Schmerz. Mache, will ich ganz offen sagen. Ich verstehe sowieso nicht, was im Augenblick teilweise in der Politik passiert. Also wenn ich überlege, die Gründungsidee der Grünen war pazifistisch und heute ist überhaupt nicht zu beschreiben. Hat auch nichts mit Pragmatismus und Realität zu tun, sondern das hat was mit Angst vor einer richtigen Politik zu tun. Ich verstehe diese Angst nicht. Aber sie ist da. Vielen Dank für dieses Plädoyer zu mehr Mut. Und ich finde, es ist auch ein Plädoyer im Sinne dessen, was Sie eingangs schon gesagt hatten. Es ist ja kaum noch Diskussion möglich. Und wenn mal jemand auftritt wie ein Orban und er macht etwas Richtiges und der durchbricht einmal die Panzerdecke dessen, dass Friedensinitiativen tabu sind von Seiten der Europäischen Union, dann muss das doch gesagt und gedacht werden dürfen, dass das gut ist. Und ich weiß auch nicht, wie wir sonst einen Anstoß dafür erreichen können, dass das dann auch mal von anderer Seite passiert. Ja, ich würde Sie auch gerne noch ansprechen auf die Rolle der Mayors for Peace, weil dieses hier ist der Tag der Mayors for Peace mit dem Hissen der Flagge. Und wir erleben ja gerade in Braunschweig dieses Spannungsfeld, dass wir haben einerseits Mitglied bei den Mayors for Peace, andererseits dann das eigene Verhalten der Staatsräson unterordnen. Was könnten Sie uns dazu vielleicht noch an Anregung sagen? Denn die Mayors for Peace sind ja offenbar jemand. Ihr internationaler Appell zeigt es ja. Sie plädieren ja dafür, Dinge nicht gewaltsam, sondern durch Dialog zu lösen. Was haben Sie da für eine Hilfestellung vielleicht für uns in Braunschweig, vielleicht sogar für unseren Oberbürgermeister, der ein Parteifreund von Ihnen ist? Naja, ich finde das gut, diese Initiative von unten. Ich finde überhaupt Initiativen von unten heute notwendig und zu verstärken. Ich will darauf hinweisen, wir, die Naturfreunde, haben jetzt schon zweimal sehr weite Wanderungen gemacht für den Frieden. Das heißt bei uns Frieden in Bewegung. Im ersten Jahr sind wir gelaufen von Hamburg bis zum Bodensee und haben dann immer bei unseren Stationen den Bürgermeistern Friedensappelle gegeben, auch hier in Hannover, da war die Flagge auch dabei. Die zweite Wanderung ging von Straßburg bis Theresienstadt, bis zu dem KZ
Theresienstadt, wo wir dann einen Kranz niedergelegt haben. Und die dritte Wanderung, die im nächsten Jahr stattfinden soll, gehen wir wahrscheinlich von der holländischen Grenze durch Niedersachsen hoch und fahren dann mit einem Segelschiff nach Helgoland. Und immer übergeben wir Friedensresolutionen und versuchen mit den Menschen darüber zu reden. Also ich meine, wir sind auch nicht so eine globale, weltweite Organisation, sondern wir haben auch Mitglieder und müssen auch immer dafür sorgen, dass wir mehr Mitglieder werden. Aber das ist eine Anstrengung, die wir gerne machen, weil es ein Zeichen setzt, wenn wir durch Deutschland mit so einer Friedensfahne laufen. Ne? Und das machen wir auch weiter. Zu den Bürgermeistern, ich würde es begrüßen, jetzt mal unabhängig von der Flaggenhissung, wenn die deutschen Bürgermeister untereinander vielleicht sich noch mehr in die öffentliche Debatte einmischen. Es wäre beispielsweise schön, wenn am Tag der Flaggenhissung es von mir aus ein offenes Forum zum Thema Frieden im Rathaus gibt, wo alle Bürger teilnehmen können. Auch die, die anderer Meinung sind, ja gerade die. Wir wollen die doch hören, ich will sie ja auch hören. Nur, wie gesagt, ich habe keine andere Erfahrung als die, wenn man intensiv und lange über das Thema redet, habe ich immer erfahren, dass mindestens 90% der Anwesenden für eine Friedensperspektive waren. Und das verstehe ich nicht, dass das in solchen Gesprächskreisen möglich ist, aber viel zu wenig in unserer Gesellschaft. Ich verstehe das nicht. Das heißt, Sie würden den Mayors for Peace oder Bürgermeisterinnen für den Frieden durchaus eine Rolle geben. Sie würden sie jetzt noch nicht für tot erklären, wegen der momentanen Erfahrung. Und ich würde aus dem, was Sie eben sagten, aufnehmen, federführend in Deutschland ist Hannover von den Mayors for Peace. Das ist nun ein grüner Oberbürgermeister. Ich glaube nicht, dass das ein böser Mensch ist, weil er grüner ist. Aber könnte ja eine Anregung auch sein, dass wir hier von Braunschweig aus genau den Vorschlag, den Sie gerade geäußert haben, auch über Braunschweig hinaustragen und vielleicht auch nach Hannover tragen. Ich weiß nicht, ob Leute aus Hannover hatten gesagt, sie kommen hierher, ob die jetzt da sind, aber können wir auch nach der Veranstaltung noch drüber sprechen. Ich wollte jetzt nochmal, ich habe auch aufgenommen, aus Ihren Anregungen Zeichen setzen, sichtbare Zeichen setzen, wenn wir Frieden wollen und uns dafür auch Formate überlegen, wie wir das tun können, wie es eben auch sichtbar wird. Und wollte jetzt trotzdem nochmal nachhaken zu unserer Rolle als Zivilgesellschaft. Sie kommen ja nun aus der offiziellen Politik, aber können vielleicht auch was dazu sagen, Rolle der Zivilgesellschaft mit Blick auf Mayors for Peace, aber auch auf Organisationen, die hier anwesend sind, Friedensglockengesellschaft, IPPNW, die lokalen Friedensorganisationen, was Sie da für Anregungen uns vielleicht noch geben würden. Also, na, wir hatten ja im letzten Jahr dankenswerterweise so eine Veranstaltung in Frankfurt und ein Punkt dabei war, wir wollten das eigentlich noch weiter haben, war, dass ein Vertreter der Friedensbewegung aus der Ukraine und ein Vertreter der Friedensbewegung aus Russland miteinander redet. Also Cora Publicum, dass alle mitkriegen, wie die denken und was man da tun kann. Also ich sage nochmal, ich verstehe auch nicht, ich dachte heute die ganze Zeit, weil ich nicht verstehe, wie es in Russland zu diesem unglaublichen Wechsel nach 1990 gekommen war. 1990 war die russische Politik in Bezug auf Frieden, auf gemeinsames Europa viel offener. Und es gibt dazu zwei Erklärungen aus meiner Sicht. Die eine Erklärung ist, Putin hat sich verändert, das ist sicher richtig. Aber die zweite Erklärung ist genauso, der Westen hat die Hand nicht angenommen, 1990. Und wenn wir... Ja, Entschuldigung, wenn ich da kurz... Ich will nur eins sagen.
Also was mich in meiner Zeit, ich war oft in Russland, ich habe schon, kann ja eine Geschichte erzählen, ich habe 1986, da war Gorbatschow 2 Monate Generalsekretär, da habe ich ein Buch geschrieben, das mit Gorbatschow eine Zeit der Reformen und der Veränderungen anfängt. Und ich, bevor das Buch rauskam, habe ich eine kurze Fassung davon dem Spiegel angeboten. Ein Herr Fritschow Meyer war damals zuständig für die Außenpolitik beim Spiegel und der antwortete auf meinen Artikel zu den aus meiner Sicht, der gar keine Alternative dazu gibt, als dass mit Gorbatschow Reformen verbunden werden und wir, der Westen, sich darauf vorbereiten muss, wie er das unterstützen kann. Wir wissen, der Gorbatschow wurde anfangs gar nicht ernst genommen, aber es wäre toll gewesen, der Westen hätte ihn mehr unterstützt, denn wir haben Gorbatschow verdammt viel zu verdanken. Und ich finde, eines der schlimmsten Geschichten überhaupt, dass bei der Beerdigung von Gorbatschow kein Vertreter der deutschen Bundesregierung anwesend war. Der einzige westliche Staatschef, der anwesend war, war Viktor Orban. Schon, es gibt schon peinliche Geschichten. Also der Stern-Redakteur antwortete auf meine Eingabe, ich würde völligen Unsinn schreiben. Mit Gorbatschow, das werden wir erleben, ist ein zweiter Stalin an der Spitze der Sowjetunion. Diesen Brief habe ich noch, den kann ich auch vorweisen. Und ich muss sagen, wenn das sozusagen die Meinungsprägung in Deutschland ist, dann sind die alle fehl am Platze. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis auf die Gorbatschows-Zeit. Ich würde noch mal weitergehen zur Putin-Zeit, denn was Sie ja auch gesagt hatten, die ausgestreckte Hand. Naja, der Westen hat ja dann alle Rüstungskontrollabkommen gekündigt, alle wesentlichen. Ja? Ob ABM-Vertrag, INF-Vertrag, Open Skies-Abkommen, das ist ja eine Katastrophe. Ja? Aber ich würde auch als letzte meiner Fragen an Sie noch einen Punkt rausgreifen, so einen Dialog auch selber auf niedrigem, auf zivilgesellschaftlichem Niveau zu schaffen, wo in der offiziellen Politik erstmal ein Totalausfall ist. Das erfordert aber auch aus meiner Sicht, wir müssen es schaffen, dass Leute aus Russland auch wir einladen können und sie auch überhaupt reingelassen werden nach Deutschland. Das heißt, dass sie Visa bekommen und dann auch ein Forum geschaffen wird, auf dem dann ein zivilgesellschaftlicher Austausch passieren kann. Das liegt ja gar nicht an Russland, die Leute dürften schon kommen, aber sie werden dann nicht reingelassen, sie werden ja als Feinde behandelt. Haben Sie da noch irgendwie einen Hinweis, was wir tun können? Denn ich denke, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, das habe ich auch verschiedentlich von anderer Seite schon gehört und das wäre schon wichtig, dass wir uns dazu auch Gedanken machen, auf unserer Ebene halt das, was wir tun können, Dialog anzustoßen. Um es gleich nochmal klarzustellen, also vieles, was in Russland passiert, gefällt mir überhaupt nicht. Nur damit kein Missverständnis entsteht. Aber ich glaube, in Russland passiert umso weniger negativen Entwicklungen, je mehr die Öffnung zum Westen stattfindet. Wenn man in Russland war, in den vergangenen Jahren, oft in Russland war, Russland stand immer vor der Möglichkeit, entweder sich weiterhin zum Westen zu öffnen oder sich zu öffnen gegenüber Asien. Große Konflikte im Land sind ausgetragen worden an dieser Frage, ist Russland eher ein asiatisch orientiertes Land oder ein europäisch orientiertes Land? Bisher ist die Mehrheit der Russen mehr europäisch orientiert. Und ich muss sagen, wir müssen alles tun, dass das so bleibt.
dass das so bleibt. Und dass das so bleibt, heißt nicht, alles, was da negativ läuft, zu verschweigen, aber heißt sehr wohl, den Dialog zu suchen, Verständigung zu finden, Brücken zu bauen, Städtepartnerschaften zu machen und was auch immer. Und ich sage, die Menschen in Russland sind überwiegend sehr herzlich und gastfreundlich. Ich darf als Moderator eigentlich nicht mit applaudieren, aber an der Stelle muss ich das tun. Das finde ich ganz toll.